Hey yo, ciao zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wir befinden uns heute im Swiss Bike Park zur Two-Wheel Mission Number 3. Es sind schon zwei Videos online gekommen. Das eine war von Zürich, Urban Freeride Session. Und das andere war von Bülach. Genau. Bülach-Video haben wir den Bike Park angeschaut. Und heute sind wir im Swiss Bike Park. Mission Backflip, sagen wir dem Ganzen. Und ja, jetzt geht's eigentlich los. Viel Spass, bis später. Es ist so, dass ich in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten nicht mehr so wirklich sicher war, was Backflips angegangen hat oder was das so im Thema Backflips, sage ich jetzt mal. Ich hatte letztes Jahr einen recht schlimmen Sturz im Bikepark Serfaus in Österreich. Ich habe mir dort mein Handgelenk gebrochen und diesen Frühling habe ich mir bei einem Backflip auf dem Dirtbike meinen Fuß gebrochen. Und seitdem bin ich eigentlich nicht mehr so sicher, wenn ich Backflips mache. Ich habe einfach nicht mehr so das Gefühl, wenn ich einen Backflip mache, so, hey, das stehe ich jetzt, das kommt gut. Und an dem wollen wir heute arbeiten. Und mein Ziel eigentlich von diesem Tag ist, dass ich heute einen Backflip to Dirt mache. Mal wieder, also einen grossen Backflip to Dirt. Und das kann man nicht hier machen, weil die, die den Swiss Bike Park kennen, die wissen, hier gibt es gar keine Dirt Jumps. Aber ich tue euch das dann später im Verlauf des Videos noch genauer erklären. Wir sind jetzt einfach mal hier im Swiss Bike Park, weil es einen Airbag hat. Und dort können wir uns mal wieder an das Thema Backflip dran tasten. Wir können noch ganz viele andere geile Tricks machen. Wir können auch schauen, was wir sonst noch so für Challenges finden. Und jetzt hätte ich gesagt, können wir uns mal einfahren auf dem Pumptrack hinter mir. Und dann geht's dann los. Two-Wheel Mission Number 3. Let's go. Samuel steht auf dem Resi. Es gibt den ersten Sprung vom Tag und ich und der Sandro haben so eine dumme Regel aufgestellt, dass immer wenn wir Airbag fahren, dass der erste Sprung schon ein Backflip muss sein. Weißt nicht wieso? Einfach weil es Airbag ist wahrscheinlich und weil es weich ist und so. Von dem her, das ist eigentlich so, so können wir eigentlich so wie der Vibe von heute setzen, oder? Also, first jump. Das Problem ist bei meinen Flips, ich ziehe mega fest und dann überdrehe ich. Ich musste jetzt auch mega auftun am Schluss. Und das ist genau das, was ich heute nicht will, weil der Sprung in Lenzburg ist noch etwas grösser als die Sprünge hier. Und wenn ich dort überdrehe, wäre es natürlich auch nicht so nice. Hey. Ist oh. Also. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber mein Problem bei den Flips ist, dass ich einfach viel zu fest ziehe am Anfang, weil ich Angst habe, dass ich unterrotiere. Aber bei so grossen Sprüngen musst du so fest chillen, dass wenn du einfach noch ein bisschen ziehst und noch ein bisschen extra gehst, dass du fast überrotierst. Und das ist nicht mega gefährlich. Vor allem bei grösseren Sprüngen. Und der Sprung in Lenzburg, der ist noch spickiger als die hier. Und dann musst du noch mehr chillen in der Luft. Und das müssen wir so ein bisschen auskorrigieren heute, bevor wir auf Lenzburg gehen. Du musst dich einfach so mit Carrier, so ein bisschen. Ja, schon ein bisschen, du musst schon auslösen am Anfang, aber das Schwierige ist dann wirklich zu chillen und nicht irgendwie noch probieren. Weil du Angst hast beim Anfahren noch zu reissen oder so. Einfach wirklich schön aus dem Sprung raus und dann voll chillen. Ja. Aber es kommt gut. Ich glaube, wir machen noch ein, zwei so Flip-Variationen auf dem Airbag. Und dann machen wir mal ein, zwei auf dem Resi, weil das ist dann der nächste Step. Du gehst eigentlich immer vom Airbag weiter zum nächsten größeren. Das ist so ein bisschen die safe Variante, für etwas zu lernen. Airbag ist mega weich, kann nicht viel passieren. Dann gibt es Resi. Das ist so eine schwarze Matte, werdet ihr dann sehen, die ein bisschen härter ist, aber gleich so ein bisschen gefedert. Und der Sinn von dieser schwarzen Matte ist eigentlich, dass wenn du durch umgehst, dass du die Landung runterrutschst. Und dann gibt es dann den richtigen Sprung, den Herzsprung. Und dort tun wir alle drei Steps mal durchgehen. Airbag, Resi, dann richtig. Und ja. Wir machen noch 1, 2, 3 Flips auf dem grossen Airbag und dann gehen wir rüber auf die Saison.
wieder überdreht. Das war echt gut. Ja, probier mal Resi. Wir machen noch zwei, einfach, dass wir vor dem Mittag noch so drei auf dem Resi gemacht haben. Und dann noch ein bisschen mehr Stufen, weil jetzt habe ich fast wieder das Feste in einem Schwung durch wollen. Grüezi, wir sind jetzt hier in Lenzburg. Es ist ein bisschen windig heute. Ich mag das nicht. Aber ja, wir sind da, gell? Wir sind da. Da ist noch so ein bisschen der Park. Wir werden jetzt mal ein bisschen aufwärmen und so. Schauen wir mal, was wir so machen können. Ich habe noch keine Ahnung, ob das geht, was wir vorhaben. Und ich bin langsam recht nervös. Ich denke, dass wir zu diesem scheiß Backflip kommen. So nervöser bin ich. Und es windet. Das ist meine einzige Aussage. Also wenn ich es nicht mache oder irgendwas. Das ist der Wind. Samuel, es ist der Wind. Nein. Es wird gemacht. Es wird echt gemacht. Auch wenn wir müssen warten, bis der Wind gegangen ist. Nein, wir schauen jetzt mal. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er kommt so ein bisschen von so hinten so schräg führen. Ja. Ich glaube, es geht schon. Ja. Ich sehe es mal. Jetzt gibt es einfach mal ein Eltoni. Vielleicht hast du noch mehr Boost, weißt du? Wenn du dann, mit dem Rückenwind kannst du noch ein bisschen mehr chillen. Was kannst du? Ruhig. Sollst du? Mal schauen. Ich freue mich. Das ist geil. Geil. Das ist mein grösster Erzfeind heute. Vielleicht auch mein bester Kollege. Man weiss es noch nicht. Hallo. Also ich fühle es einmal. Es kommt gut. Es vor allem flow jetzt recht. Oder der Dirtpark ist ja, wie der Name schon sagt, eigentlich für Dirtbikes. Für so ein bisschen Dirtjump-Bikes, kleinere Bikes und so. Aber hey, mit dem Enduro, wenn du das gute Setup hast. Geil, ich sage dir. Ich glaube, wir machen noch zwei, drei Runs auf der mittleren. Dann gehen wir auf die grossen und schauen wir uns, wie es sich so anfühlt. Oh, doch nicht. Ui. Plagieren und so, es geht so gut für für Enduro. Nochmal. Crazy. Hey, ich glaube, ich muss es echt hinter mir bringen. Grossi. Ich kann nicht mehr länger warten, ich bin zu nervös, wenn ich sonst fahre. Ja, jetzt gehen wir auf die Grosse. Mal schauen, wie sich der anfühlt. Ja, gell? Er ist so schön, der Sprung. Es ist echt so ein bisschen Angst. Hey! Wer macht den Strick? Ja, ich mache einfach. Ich muss, ja.
Scheiß, habe ich übertragen, Mann. Oh! Nice! Liebe Leute, wir haben es geschafft. Wir haben Backflip Mission accomplished. Genau das Gefühl, das ich jetzt momentan habe, zu diesem Zeitpunkt, wollte ich eigentlich haben. Dass ich einfach sicher bin und weiss, wenn ich jetzt auf einen Sprung gehe, der eine gewisse Größe hat und grösser ist als die Sprünge, die ich schon selber geflippt habe bis jetzt, dass ich nicht sketchy bin und nicht überdrehe oder irgendwie sketchy drehe oder so. Von dem her bin ich an dem Punkt, wo ich möchte sein. Und ja, jetzt geht es nur noch darum, das zu festigen, weil beim Bike geht es eigentlich hauptsächlich darum, einfach immer und immer wieder zu machen, bis man so Sachen verinnerlicht hat und sie einfach automatisch passieren. Das ist ja mein Tipp für euch eigentlich, oder mein Fazit von heute, einfach immer wieder machen, sich auch mal getrauen, wenn man Angst hat. Ich glaube, das habt ihr auf diesem Channel hier schon genug erlebt, dass ich mir Sachen getraut habe, die mir Angst machen. Und ich finde es geil, den Weg mit euch zu gehen, ich finde es geil, auf so Missions zu gehen in Zukunft. Ich kann nicht mehr reden, der Stoke ist zu real. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns bei der nächsten Mission. Und wie gesagt, ich kann nicht mehr reden, ich bin müde. Ich will heim und es war ein geiler Tag. Peace out.